Soll ich jetzt wirklich was sagen? Ja! Ja, guten Morgen. Gott, jetzt bin ich so unvorbereitet. Ach Gott, Leute, jetzt bin ich ja ganz rot so. Oh. Hallo. Oh. Wer seid ihr denn? Oh. Oh. Vortex, ja, los, fangen wir jetzt an. Wir sind schon mittendrin. Vortex, ein Einsatz. Alhamdulillah. Perfektes Intro. Willkommen bei Karten gegen die Humanität. Heute mit Ayumi. Hi. Primelsaft, das bin ich. Hallo. Emo. Akuma. Hi. Jan. Hallo, Lulu. Und Vortex. Und Mohammed. Und Mohammed. Die Leute waren schockiert, als sie hörten, dass der Wall Street Kapitalmanager von seinem Sohn getötet wurde wegen Alhamdulillah. Und die Leute fragen sich, warum Luxemburg nicht mehr zu Deutschland zählt. Ja, kein Wunder, dass sie ausgegrenzt wurden. Keiner will sie haben. Sie stecken in der Mitte, aber keiner will sie. Ich glaube, die Luxemburger können sich freuen, weil sie sind so unparteiisch. Da kommt kein Alhamdulillah hin und macht einfach Peng Peng. Die gehen alle nach England, nach Berlin, weißt du, die machen hier in den großen Städten. Theoretisch wäre es aber gar nicht mal so dumm von denen, also halt Luxemburg so gesehen anzugreifen, weil wir sind ja neutral, weißt du? Wir stehen halt gar nicht. Alter, wäre ja noch ein größeres Zeichen eigentlich, um zu sagen, ist uns alles scheißegal, wir ficken jeden. Welcher hässliche Straßenkanacke hat denn Tabak mit CK geschrieben, ey? Warte, wer? Ich hab ne Karte, da steht Tabak mit CK drauf, Tabak. Wer ist denn so ein Untermensch? Die Person, die es geschrieben hat. Die Leute waren schockiert, als sie hörten, dass der Wall Street Kapitalmanager von seinem Sohn getötet wurde wegen Angela Merkel. Hitlers Ferienlager. Er wurde getötet wegen Ivan. Wegen einer frechen schwarzen Frau oder wegen Eiern. Eier ist so stumpf, das nehme ich. Oh, schade. Es geht im Boden. Es geht wieder los. Oh, das ist stumpf, Day. Oh nein, schon wieder ein Hodo. Was ist das Erste, was du denkst, wenn du in den Spiegel siehst? Mein Gott, ist das ein gottesgleiches Geschöpf? Ich nehme gerade, die passt zu mir. Ich wollte schon sagen, wenn ihr zu mir gepasst hättet, dann da steht da irgendwas Beschissenes drauf. Nein, ich meine, die passt zu mir, du wirst erkennen, welches ist. Wenn jetzt Eier draufsteht. Eier brauchen Eier. Okay, was ist das Erste, was du denkst, wenn du in den Spiegel schaust? Meine innere Dämonen. Was passt zu dir? Double Penetration? Ja, Fettsucht vor allem, ganz besonders. Das kann ich leider nicht entziffern. Ich weiß nicht, was da steht. Kann ich nicht lesen. Oder Mamas Titi. Wir wissen alle, dass es stimmt. Oh. Warte, was? Was? Oh, schade. Warum hast du denn nicht meine coole Karte genommen? Ich hatte Fettsucht. Ich hatte Double Penetration. Nein, wir wissen beide, dass du schwul hattest. Nein, ich hatte Fettsucht, der hat was zu mir. Schwul. Ich bin doch nicht mit der Hand. Red mit der Hand. Die Hand hattest du vorhin noch ganz woanders stecken, du Sau. Du Sau. Seit wann stört dich das? Okay, lassen wir Akuma lesen. Wenn dir der Drink zu stark ist, kannst du etwas reintun. Lecker. Ich hab mich im Prinzip schon verraten, ihr wisst jetzt, welche meine Karte ist. Kannst du etwas Arschhaare reintun? Etwas Waldeinsamkeit reintun? Oh, das klingt schön. AIDS reintun? Vergewaltigtes Meerschweinchenbaby reintun? Oder Tabak reintun? Das ist wohl von Daniel, lass mich überlegen. Ich sag doch Wald. Waldeseinsamkeit. Waldeseinsamkeit klingt richtig gut, ey. Das ist ja, genau das Ding, warum ich stehe, weißt du? Nee, deswegen ist ausgesetzt. Ausgesetzt an der Nähren von Essen. Essen. Es gibt eine Band namens Urfaust, die macht so eine Musikrichtung Waldeseinsamkeit. Klingt doch ganz gut. Die ist sehr depressiv. Ich hab noch nie so was Depressives gehört. Ein romantisches Essen bei Kerzenschein wäre unvollständig ohne. Dumpf, plump, das nehme ich. Ach nein, warte, nein, Storno, ich hab was Besseres gelesen. Storno, es ist so spät, tut mir leid. Oh, ich sollte mehr lesen, also die ersten drei. Ja, oder? Manchmal denke ich mir auch so, oh Gott, da hat was anderes besser gepasst. Sie dürfen lesen. Ein romantisches Kerzenschein wäre unverständlich ohne Sachen anlecken, damit sie einem gehören. Scheiße getan. Als Schokopudding. Auf den Teppich kacken. Pissen. Ja, kacken und pissen daneben. Vergewaltige Panda-Baby. Nicht Panda, Pandaren-Babys. Oh, sehr Warcraft-mäßig. Pandaren? Was sind Pandaren? Ja, Pandaren ist die Rasse aus Warcraft, die Pandaren. Kleine süße Pandas mit dicken Herrschen. Ja, richtig. Nikimin Panda.
Ah, okay. Die haben aber die, haben die gleichen Augen, alle schwarz und verschmiert. Warum wird zurzeit alles vergewaltigt? Also wenn wir bei Mogu sind, ne, dann sind natürlich die vergewaltigen Pandaren. Der Vortex wusste einfach, wie du drauf bist. Genau, ich wusste natürlich, dass Pandaren aus WoW sind. Das wusste er schon. Schade, warum hast du es nicht gesagt? Du hättest jetzt sagen müssen, ich wusste, dass Pandaren aus Diablo sind. Die 90er kehren zurück zusammen mit AIDS und Koks. Ja, das passt ja nun beinahe. Würde passen, deswegen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Eindeutig. Eieieiei. Das passt sogar schon fast, aber das ist trotzdem alles nicht so lustig, wie ich es wollen werde. Oh, ich habe eine Nachricht bekommen, wer schreibt mir denn jetzt gerade? Okay, ich muss dich anschreiben. Kurzfrau McSchmendrick. Ich habe eine Snapchat-Nachricht. Wer schreibt mir denn auf Snapchat? Oh, Team Snapchat. Mensch. Ach, du hast sogar 6 Snapchat-Nachrichten, oder? Oh, wow. Ich bin so begehrt. Wow. Team Snapchat sind die einzigen in 3 Wochen, die wir schreiben. Oh. Das ist doch mal was. Und dann gleich 6 Mal hintereinander. Und sie waren geil. Video. Also ich weiß nicht, aber ich glaube, in Snapchat wirst du jetzt in Zukunft ein bisschen mehr bekommen. Ach, guck mal, du musst noch. Ja. Du hast 2 Karten, die du auswählen musst. Okay, ich hab dich wirklich. Ich weiß. Ah, aber sie muss überlegen. Zurück, zusammen mit spontanem Jodeln und schlechten Erbanlangen. Oh ja. Erbanlangen, das ist hinter Erlangen. Ist Erbanlangen. Das ist in der Nähe von Darmstadt. Die 90er kehren zurück zusammen mit ethnischen Minderheiten und deiner Mutter. Ja. Die 90er kehren zurück mit blassen Charmlippen und Deutschrapper. Ich mag beides. In den 90ern Deutschrapper, okay. Ich mag beides. Das gab's auch schon, also die ersten. Ja, aber ich meine jetzt, ne? In den 90ern war das Fetisch. Und einem Eimer voller Fischköpfe. Blauer Hermanski. Bauer, nicht ein Blauer. Bauer. Ah, daneben. Blau, Bauer. Blau Sau. Ein blauer Bauer Hermanski. Blauer Hermanski und ein Kasper da. Alter, warum? Warum ist alles so scheiße? Ja, es ist so schlimm, oder? Wir haben nur Kacke heute. Naja, ich hab schon 2 Runden gewonnen. Ja, einfach nur, weil ich die Minderheiten bin. Und die Minderheiten kommen zu mir. Und deine Mutter auch. Und wenn wir wieder Minderheiten haben, können die wir sollen in die Küche. Niedriges Vibe. PSA-Richtlinien verbieten nun Obama an Flugzeugen. Oh, das ist gut. Moment. Ja. Moment, wo haben wir den Obama? Gantit hier. Boosted Bonobo. Wenn jetzt jemand Obama schreibt, hat er verloren. Ich hab nur stumpfe Scheißsachen, die wir lassen. Ja, ich hab auch nur Kacke. Bei Ayumi funktioniert das ja eh nicht mit Obama. Ja. Naja, aber Strich würde funktionieren, wenn ich Strich sage. TSA-Richtlinien verbieten nun schlechter Fäkalhumor, Brandsalben, übergewichtige Elfen auf Hände und Goblins im Flugzeug. Was? Also Elfen so richtig? Ja, wegen Elfen. Elfen. Okay, das passt. Ja, warum? Vor allem das Beste daran ist, ich kann mir da sogar vorstellen, dass wegen Übergewicht die einfach raus. Ja! Einfach raus. Ein Punkt an Primelsaft. Primelsaft. Ich hätte gerade danach stehen, du hast ja Primelsaft. Überall. Um im Japanischen das Zeichen für AIDS zu erhalten, schreibt man einfach zweimal das Zeichen für Krebs. Och Gott. Das ist ja gut. Wo schon wieder beim Japanischen wären. Warum krieg ich jetzt ausgerechnet die Frage, weißt du? Mano! Japano-Schlampe! Ja, es gibt's ja nicht mehr jetzt. Es gibt's ja dafür Star Wars Base. Was ich aber genauso geil finde. Ja. Mit Captain Kapitanöse. Ja, das ist nice. Oh, wer war da denn gerade hier Robocop-mäßig unterwegs? Das Witzige ist, wenn man noch die Folgen dazu kennt, wie es wirklich war. Also in den Serien. Ja, ja, klar. Ich finde die ganze Anspielung an sich einfach so total witzig, was es da gibt. Um Japanischen das Zeichen für Germany zu erhalten, schreibt man einfach zweimal das Zeichen für Hatake Kakashi. Hatake Kakashi. Um Japanischen das Zeichen für Strunz zu erhalten, schreibt man einfach zweimal das Zeichen für Adolfs Flack, Junge. Um das Zeichen für Eichelkäse mit Maggi zu erhalten, ist ein sehr schönes Zeichen.
schreibt man einfach zweimal das Zeichen für 10 zahme Ziegen zogen 10 Zentner Zucker zum Zoo. Oh. Und das Zeichen für Zentaure zu halten, einfach zweimal das Zeichen für Chiffon. Chiffon? Chiffon? Ich weiß nicht, wie man das lesen muss. Französisch Chiffon. Um das Zeichen für flüssigen Arschfick zu halten, das ist zweimal das Zeichen für Natalie Portman. Das ist hart. Das ist hart. Oh, jetzt bin ich gerade am Wanken zwischen Hataki Kakashi, und Natalie Portman. Ah, ich glaube, ich muss kurz überlegen, ich hole mir jetzt etwas zu trinken. Bis gleich. Es ist immer noch so ein stumpfes Hinfallen und ein Aufschlagen. Und dann warten wir. Und dann kommt er nie wieder. Natürlich, der stumpfe Aufschlagen macht ja schon alles. Ich weiß nicht, was ihr gelästert habt, ich höre es mir später im Video an. Ich habe mich nicht im Hataki Kakashi. Hataki Kakashi? Mann, ich hatte Natalie Portman nicht. Das war echt knapp, es war wirklich knapp, es war wirklich knapp. Aber es hat doch gepasst, aber Hataki Kakashi ist einfach geil. Kann man nicht mal den... Emo betont es nochmal so schön. Hataki Kakashi. Kann man nicht mal in Ruhe... Oh, ich kann muss morgen in der Früh... Morgen in der Früh habe ich einen Termin. Was? Wählen eure Karte aus. Du musst deine Ehre verteidigen. Meine Ehre ist beschmutzt. Dann werde ich euch zeigen, wie meine Realität aussieht. Emo? Ja? Du musst lesen. Hatte schon. Achso. Ich hatte schon diese Dienst vorgelesen. Achso, ich war gerade total. Kann man nicht. Hörst du mir überhaupt mal zu, wenn ich was sag? Nee, er ignoriert dich immer. Ich stell mich die ganze Zeit einfach nur nackt vor, es erregt mich zu viel. Jetzt sind dann, dass du das tust bei jedem. Ha, verkauf mich die Leute doch. Oh. Grammatika an ist alles richtig, wa? Ach, wir achten hier doch nicht auf Grammatik. Richtig. Das ist alles so scheiße. Oh Gott! Kann man nicht immer in Ruhe Fürze und andere Beschuldigungen? Ich muss morgen in der Früh kaputte Eurofighter. Fürze und andere Beschuldigungen? Kann man nicht mal in Ruhe Fürsten und andere beschuldigen? Mein Gott. Ach, beschuldigen? Ich lieber ja, der Japanisch, das kannst du besser. Okay. Kann man nicht mal in Ruhe die Haut von einem schwarzen Luder lutschen? Ich muss morgen in der Früh im fünften Gang mit 400 rückwärts fallen. Geil. Kann man nicht mal in Ruhe Geburtstagsurkunden Origami? Ich muss morgen in der Früh Friendly Fire. Kann man nicht mal in Ruhe einen Blowjob während der Autofahrt? Dumpf! Ich muss morgen in der Früh. Reiß dich zusammen! Ich muss morgen in der Früh ein freundlicher Mann. Kriegst du es irgendwie noch? Mit einem weißen Van. Das kommt ein bisschen seriös. Da fehlt in beiden Sachen einfach so ein Wert. Ja, es ist so voll dumm irgendwie. Kann man nicht mal in Ruhe wiederholt seufzen, während man in der Schlange ganz oben steht? Ich muss morgen in der Früh üben einen Blasen auf der Nebenstraße. Oh, ist das herrlich, ey. Guck mal, einfach bei den Blowjob bei der Autofahrt so gelacht haben. Okay. Ich fand ja die Haut von einem schwarzen Schwanz runterlutschen sehr gut. War aber nicht meins. Oh, hab ich Schwarzer gelesen? Oh. Ich hab auch Schwarzer gelesen, lustigerweise. Mein Gott, wir sind schon so rassistisch. Ja, das war meins, das mit dem Schwanz runterlutschen. Das ist ja schon bei der Autofahrt, beim Stoppschild. Ich lese immer Schwarzer. Mhm. Ein internationaler Gerichtshof befand, dass schuldig aufgrund der Tatsache, dass es bezeugen konnte. Meine Antworten passen sogar ein bisschen. Ich bin jetzt wieder so stumpf, aber auch der Stumpfe passt. Es kommt schon wieder Hefe. Nee, es kommt wieder Hataki Kakashi. Ein internationaler Gerichtshof befand Tom Cruise schuldig aufgrund der Tatsache, dass er schwarzen Strohhüte, was? Dass schwarze die schwarzen Strohhüte das bezeugen konnten. Das nächste ist genial. Ein internationaler Gerichtshof befand Schwarze schuldig. Oh. Das ist dumm.
dass Luft das bezeugen kann. Und es braucht keine Beweise, Schwarz ist immer schuldig. Oh mein Gott, einfach so ruhig. Oh fuck you. Geniale Scheiße. Ein internationaler Gerichtshof befand deine Mutter schuldig aufgrund der Tatsache, dass eine redende Schlange in einem Atemzug es bezeugen konnte. Ein internationaler Gerichtshof befand, Japaner, die nicht gut in Mathe sind, schuldig, aufgrund der Tatsache, dass Bruder sogar sich begründen konnte. Also ich weiß, was ich nehmen würde. Ja, ja, eindeutig. Alter, Emo gewinnt ja hier schon fast. Der hat schon 4 Punkte und wir alle noch 0 fast. Ich bin das richtig schon plump. Junge, das ist ja auch noch alt. Ja, ich hab halt durch AIDS, ich hab's ja immer AIDS, ne? Ja. Ist normal, ne? Und ach, durch die... Niemand sollte so viel AIDS haben. Wenn meins nicht gewählt wird, ich hasse dich. Och, kein Problem, gern geschehen. Fotze. Dally Portman, AIDS, Gerhard Schildschirm. Eins von den drei Sachen. Nein. Irgendwas, was der Herr sich herbei wünscht. Yeah. Niemand sollte so viel Heini Himmler haben. Blasende Kleinkinder haben. Kantinenfraß haben. 3 Chinesen mit einem Kontrabass haben. Bücher haben. Ja, die Betonung ist schon ganz schön Tourette, wa? Was? Warum? Was habe ich dir angetan? Oh Gott, jetzt geht der Autismus wieder los. Doch, geh mit deinem Fidget Spinner spielen. Mit dem was? Der Fidget Spinner. Das ist so schlimm. Dem was? Ach so, wie dieses momentane Kreiselding, was man sich zwischen die Finger klemmt und dann. Ich hab ja nicht mal. So. Ich hab ja nicht mal verstanden, Fidget, was das Wort war. Fidget Spinner. Das ist so ein Tricksspielzeug. Ah, ja, das habe ich schon mal bei einem Typen auf so Twitch gesehen. Ich hatte aber auch das behindert. Ich dachte, das spielt die ganze Zeit mit so einem Zahnrad. Es ist übrigens bei Amazon gelistet unter ADHS-Spielzeug. So viel dazu. Ja, ist es auch. Es ist ein ADHS-Spielzeug. Es kann nichts! Das Spielzeug kann nichts! Es dreht sich! Ja, aber das ist nicht mein Spielzeug. Da du halt permanent was machst, steigert es deine Konzentration. Da knete ich mir lieber die Eier, weißt du, bevor ich mir so Scheiß hole. Ja, siehst du, ich wusste, dass du meins wählst. Ich hab's gesagt. Vor allem, ich dachte, du hättest Bücher. Schade. Ich hatte Bücher. Oh, Manu! AIDS 2014. Okay. Alter, muss ich viel lesen. Okay, ich hoffe, man weiß, welches die Nummer. Was soll die Zahl bedeuten? Meine Kaka 2014. Ein Kuchen voll mit AIDS 2014. Ja. Gott 2014. Oh. Irgendein Jude 2014. Vegetarisches Essen 2014. Vegetarisches Essen, das passt so gut, ey. Also ich finde das ist alles ist geil, scheiße, ne? Das ist alles Kacke. Ich finde alles geil. Aber das Ding ist halt. AIDS. Ich weiß nicht, ich mag AIDS ja, ne? Ich lebe ja für AIDS. Ja, aber du bist so ja. So siehst du auch aus! aber das Ding ist halt. Du hast es bekommen und gibst es an alle weiter. Ist ja noch nicht so schlimm. Ich bin halt erstaunt, dass es noch Juden gibt seit 2014, okay? Yay! Really, oh. Nigga? Warte denn die Kakashi? Was? Wer Kakashi 2014? Wer hatte AIDS? Ich hatte AIDS. Ah, man, normalerweise wähle ich immer dich, ne? Ja. Der neue Welthit von Lady Gaga. Strich. Attacke Kakashi. Kann das bitte eine Dauerkarte werden? Du kannst eigene Karten entwickeln. Auch meins, ich denke, meins würde eher Daniel wählen, ne? Was du jetzt genehmt hast, Was ich jetzt genehmt habe. Was du jetzt genehmt hast. Mein Deutsch manchmal nicht gut. Manchmal? Alhamdulillah. Ja, Alhamdulillah. Salam alaikum. Der neue Welthit, Lady Gaga. Donnernde Fürze, Nicolas Cage, Schweinegesicht, Vibrator oder schwule Juden. Der neue Welthit von Lady Gaga sind schwule Juden. Da, Daniel, welches du hattest bestimmt Nicolas Cage. Richtig. Ich wusste es doch. Ist nichts Besseres. Namen funktionieren bei mir immer. Geehrte Fahrgäste, aufgrund von Jeremy Pascal wird sich unsere Weiterfahrt um 30 Minuten verzögern. Oh, ich hab das schon, das könnte mir passieren. Die Karte ist epic. Die setzt sich ein, wenn sie passt. Aber wir haben nicht. Was ist die Punktzahl, die du eingestellt hast, Ayumi? Ich glaube 8. Boah, Alter, viel. Was? Da geht so eine Runde einfach mal 40 Minuten. Oh, ich habe noch nicht mehr so viel Lebenszeit, Kinder. Ich näher mich auf die 50. Ah, nee, der 19. Ich habe eine Benjamin Button-Krankheit. Stimmt, geht's rückwärts. Ich hab grad Schluck auf. Super. Reiß dich zusammen. Oh, wo ist Jan eigentlich hin?
Versteckt sich. Ach, Schlaganfall, na super. Nee, ich bin da. Na toll, schlimmer Schlaganfall, man hört ihn. Ich hatte gerade Schluck auf, Jan, wir wissen doch, was wir da machen müssen. Ach so, natürlich. Geehrte Fahrgäste, aufgrund von einem Masturbationswahn. Oh, das ist eine geile Vorstellung. Alter, fahrt auf 30 Minuten verzögern. Aufgrund von High Heels zu hoch, da wäre jede Giraffe neidisch. Wird sich die Fahrt verzögern? Aufgrund von buchstäblich einem Eimer Sperma wird sich unsere Weiterfahrt verzögern. Eine Armee von Kerlen, die Mankinis tragen. Oder aufgrund von AIDS! Ah, aber AIDS? Ich einfach die Vorstellung, Masturbationswahn, das geht. Yay! Oh Gott, wie viele Punkte haben wir denn bisher? Also bis wie viele Punkte? Ach, aber fünf, ich brauche noch drei. Es geht bis acht. Es geht bis acht? Deswegen okay. Ich brauche noch drei. Oh, cool! Ich dachte schon, er gewinnt beim nächsten Mal. Das ist doch eine gute Frage. Ach, verdammt, Private. Hey. Verdammt, Private, was ist Ihre Ausrede diesmal? Wie schreibt man das? Mann, ich hätte so gute Antworten für Daniel, ne? Tja, heb sie für mich auf! Backslammen! Backslammen! Das war so lustig, ey. Verdammt, Private, was ist Ihre Ausrede diesmal? Sexsüchtig. Ein Sadomaso-Outfit, das, für das Hausferkel stricken? Bettdecke? Penisneid? Oh, Gefühle. Hudor. Ich will die Gefühle. Oh nein! Oh Scheiße! Nee, Storne, ich möchte nicht. So, meine lieben Leute, das war's für diese Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Stop Game. Alhamdulillah, ich gewinne es noch. Mashallah. Wenn ich Merkel treffen würde, würden wir über sprechen. Über Judenhass. Das passt sogar. Ey, ohne Scherz, das passt sogar wirklich. Ist also, gespannt. Wirklich, wirklich. Alhamdulillah? Almdudler? Almdudler ist geil. Dann geh einfach ins Bett, okay? Es ist schon zu spät. Hey, ich weiß. Aber Sandmann, der lief schon. Nein, oh Gott. Schnell auf YouTube Sandmann angucken. Ich kann dein persönlicher Sandmann sein, dann gebe ich dir auch was ins Auge. Brennt aber auch genauso wie Sand. Genauso hart wie Sand. Ich schmeiß einfach einen Ziegelstein ins Gesicht. Ich dachte, ich schmeiß mir salziges Auge statt Sand, weißt du? Nö, ich hau dir einfach einen Ziegelstein. Busch. Sandmann, lieber also Sandmann. Was, Sandmann? Ich zeig dir, wer Sandmann ist. Ich bring nicht nur den Nachtschlaf, ich bring bin der Sandmann, ich schmeiß mit Steinen, weißt du? Gute alte Zitate. Prost. Wenn ich Merkel treffen würde, würden wir über Eva Braun sprechen. Über Afghanistan sprechen, die deutschen Grenzen, die offener sind als ihre Merkel-Raute. Das ist super. Über Auftragskiller sprechen und wenn Mama mal wieder auf Spinat ist. Was ist das denn? Wenn Mama mal wieder auf Spinat ist. Momo. Ey, das. Okay, wir die Grenzen mal wieder auf Spinat ist, ey. Was ist das nächste Superheld? Gehilfe, du. AIDS-Kind und Bubenarsch. Weißt du, was ich mir gerade vorstellen muss, Daniel? Nee, warum, wenn die Fälle mal wieder knapp würden von Mamor, muss einfach mit Spargel und Spinat handeln. Und so ist Popeye entstanden. Ich liebe Spinat. Und dann gucken wir ja weiter. Wenn du meinst, ich mein Amazon Stick, ne? Bitte, dann gucken wir als ich Vorti, Alter, halt die Fresse, ich nehm diesmal Daniel. Ohne Mist, der braucht mal Punkte. Echt mal, Alter. Wie gesagt, hat kaum was. Ja, ich musste gerade meinen Joker einsetzen, ja. Was ist das nächste Superheld-Gehilfe, du? Alex und. Oh, cool! Ein Selbstmordattentäter! Ja, sehr schön betont. Das wird nicht wirklich lange halten, sorry, ne? ein sommersprossiger Penis und Zahnsch... Was? Ja, Zahnpasta. Pasta. Lecker. Kiefersperre und Cheeseburger-Porn. Mhm. Kinder mit Arschkrebs, schon wieder. Und randalierende Kleinkinder. Oh. Doppelkinder, du. Geil. Ja. Mayonnaise und an Kacke lecken. Also das Selbstmordattentat, ne? Ich hab gesagt, du gibst mir den Punkt. Verdammte Scheiße. Wir müssen aufpassen, der darf nicht gewinnen. Echt mal, ey. So ein dreckiger Okkaschi. Ein Essen im Kerzenschein wäre nix ohne AIDS. Attacke. Nee, das hatten wir doch schon.
Naja, wenn jetzt jemand AIDS nimmt, dann nehme ich das wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich hab leider keine AIDS mehr, meine AIDS-Karten sind alle ausgegangen. Ey, guck, ich spüre gerade, dass ich wieder Daniel den Punkt gebe. Weißt du, wie damals, die guten alten Zeiten von der Woche oder so. Oh, da wo wir uns geliebt haben. Arm in Arm jagen. Party 90er. Als wir uns noch ein Stück Butter in den Bauchnabel gesteckt haben und dann auf einer Mitte dran sind. Und den Butter. Ein Kerzenschein wäre nichts ohne Tierversuche. Welcher Bastard hat das denn um mich? Ein Essen Kerzenschein wäre nichts ohne dem 12-jährigen Nachbarsjungen den Penis mit Salz einräumen und ein Ziegengehege sperren. Oh, das ist fies. Ein Essen Kerzenschein wäre nichts ohne den Sahne geschlagenen Neger. Also, ich lese die anderen einfach nicht mehr. Ja? Ja, ich hab's wirklich bekommen! Ich lese die anderen nicht mehr. Ey, du kennst mich einfach, du bist einfach, oh geil. Ach, was mit meinem 12-jährigen Jungen? Der war schon zu alt. Oh Mann, oh. Das ist schon das dritte Mal, dass ich Strich treffe. Sicher? Ja. Es passt einfach nichts. Bei mir es aber auch passt nicht. Einfach nicht. Es passt nichts. Bevor. Ach gut, einer hat noch nicht bei zu gewinnen. Okay, das würde ich wirklich machen. Ich einfach das hier. Na, ich würde meins auch dumm. Definitiv wirklich machen. Ich hab nichts passendes. So was von. Alter, ich hab auch nichts. Also meins ist ja theoretisch einfach wirklich Standard. Das ist das dritte Jungfrau. Mal, dass ich eine Jungfrau zu Ehren Satans opfern. Emo? Das hey. Ich. Wo Huren hingehen, um zu sterben, lautes Stöhnen zu Klaviermusik, Loch, hihihihi, nein, nie, hihihihi. So richtig schön betont, genau, Loch, nie. Wie so ein Google-Übersetzer. Wenn die, ja, schlimmer. Loch, nie, hihihi. wenn sie schläft, drei Kumpels anrufen und sie vergewaltigen. Gemein. Sie schläft. Das letzte ich hab ja gesagt, meins ist einfach Standard. Das ist so super, ey. Botti, wie war das nochmal bei dir im Wald? Mit dem Dreier oder Vierer? Ach ja! Aber das war ekelhaft. Auf Twitter trendet gerade Hashtag Luna ist der Geiste. Nee, das ist keine Tatsache. Fräulein! So nicht, so haben wir nicht gespielt. Warum denn nicht? Ich komm dir nach Hause, ich dachte. Ja, dann komm doch. Ich nehm jetzt mal kein. Ist das eine Einladung zum Date? Nein. Ich nehm jetzt kein Daniel Standard. Oh nee. Komm mal mit. Auf Twitter trendet gerade der Hashtag, wenn du deine Freundin zur Strafe ins Katzenklo kacken lässt. Sehr langer Hashtag. Oder Hashtag 360 NoScope. Hashtag Analsex mit der Cousine. Hashtag tweeten. Oder Hashtag kaufen. Habe ich geile Cousinen? Was? Bitte was? Du müsst ja nicht blutsverwandt sein. Okay, dann geht es auch. Dankeschön, danke, Darling. Was hattest du denn? Tweeten? Nee, ich hätte extra mal nicht stumpf. Also nicht so stumpf. Also ich hätte. Also zweiter war eigentlich tweeten. Hatte das mit dem Katzenklo. Ja, meine Stelle war tweeten. Okay. Der Clown brachte die Kinder zum Lachen mit seinem Ballontier, das ausschaute wie. Das schweige die Tiere. Ach. Das war mein Genick. Na, ich hab nichts Passendes. Aber das. Dann eine Blankart. Ich will nicht welche, das wäre schön, aber ich habe keine. Ich würde meine Blankcard einfach nur verschwenden, um was Stumpfes draufzuschreiben. Ja, richtig. Der Clown brachte die Kinder zum Lachen mit seinem Ballontier, das ausschaute wie non-prophetischer Atheismus. Schrotflinten anstelle von Beinen haben? Was? Ein deftiger Schlag in deine Fresse. Die Tabulen. Tiefgefrorene Pferdeäpfel. Oh, Dieter Bohlen, es ist einfach für mich. Ich ey, komm, weil das einfach so ein richtig schöner Diss wäre. Dann so, zum Ballontier haben, dann so Wasser in den Schlag in die Fresse. Ich hätte Dieter Bohlen vorhin benutzen sollen. Perfekt, ey. Oh, schön, ich liebe es. Klingt wie der Name einer Indie-Rock-Band.
Indie. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber mal gucken. Und schönen Tag gehabt. Ach ja, war ja, schön, hab heute mal ausgeschlafen. Nein, ich musste zur Schule und hatte eine nervige Lehrerin. Nein, ich hatte bis 20 Uhr scheiß normale Arbeit. Die Reise zum Mittelpunkt der Rosette klingt wie der Name einer Indie-Rockband. Hölderlins Stockerkahn klingt wie die wie der Name einer Indie-Rockband. AIDS klingt wie der Name einer Indie-Rockband. Romantische Ironie klingt wie der Name einer Indie-Rockband. Oder ein feuchtes Papiertaschentuch klingt wie der Name einer Indie-Rockband. Ja, eindeutig. AIDS. Ich dachte AIDS ehrlich gesagt, Vortex ist für deine gewesen. Nein, die Reise zum Mittelpunkt der Rosette war meins. Aber du lässt nach, mein Freund. Ja, nee, ich behalte die guten Luft gerne. Nein, nein. Und warum kann ich bei Nacht nicht schlafen? Runner-Karte, die darf ich nicht nehmen. Runner-Karte. So, gucken, ob es passt. Mal gucken. Vielleicht passt es, aber vielleicht nehme ich es auch einfach nicht. Ja, mal gucken. Vielleicht bist du auch geistig behindert, nimmst du es deswegen nicht. Vielleicht nehme ich es genau deswegen, weil ich es nicht nehmen wollte. Halt die Fresse. Ah, sind ein paar gute dabei. Ich hab keine Argumente mehr. Halt die Fresse, Otto. Guck dich mal an. Guck dich mal an, Lan. Okay. Warum kann ich meine Nacht nicht schlafen? Nasale Penetration. Hoffnung in die Menschheit. Ja. Tote Grundschüler fingern in... was? Fingern ist mein größtes Hobby. Cards Against Humanity. Und der Kuckucksclan. Ja. Na, wenn du verfolgt wirst. Oder die ganze Nacht fingerst oder Katze gehst du mit spielst. Die ja, aber solange also du die Grundschüler. Also ganz ehrlich, die Hoffnung in der Menschheit, das ist das Schlimmste überhaupt. Really? Das ist das Schlimmste überhaupt. Habe ich mir auch so gedacht und dann habe ich mich umentschieden. Warum ist aber mehr Englisch? Ja, if you grew up in Germany, chances are you experienced AIDS at least once. Ach man, ich kann kein Französisch, was soll ich jetzt nehmen? Bitte sag mir, dass da irgendwas mit Juden kommt. Nein! Ich habe hier mal. Ich habe keine Juden. Ja, das ist gut so. Ich habe Sachen mit Sperma und sowas, aber ansonsten. Ich hole langsam auf. Ich muss kurz neu laden. Ja, das geht ja auch. Ah, ich bin wieder drin. If you grew up Germany, you experienced Hip-Hop-Juwelen. At least once. Toilette fallen. At least once. Alle Frank verhökern! Ja! Drive-by-Shooting und voller. Ja, komm. Scheiß drauf, ey. Anne Frank ist einfach Beste. Hab ja gesagt, irgendwas mit Juden, bitte. Die geile Fotze. Die konnte am besten Verstecken spielen. Ja, ich würde ja sagen, die geile Verstecken spielen hat sie auf jeden Fall gewonnen, scheiße. Heute betrinke ich mich, um meine Träume zu vergessen. Tja. Ja, das klingt deep. Ja, aber meine Träume sind manchmal sehr komisch. Meine Träume auch, in letzter Zeit träume ich sehr viel skurrilen Scheiß. Das eine kenne ich ja schon. Ich habe letztens geträumt, dass ich aufwache und wieder aufwache und wieder aufwache und dann war ich verwirrt. Den ganzen Tag lang. Ist das vielleicht, was wir gerade erleben? Keine Realität, sondern ein ewiger Traum. Inception! Liegen wir vielleicht im Koma? Was ist für ein DiCaprio? Ich denke mir auch manchmal. Rosette? Rosette? Ja. Hä? Rosette? Hä? Ja, komm Leute, los, auf in die Puschen, Zeit ist Geld. Achso, ich muss lesen. Heute bedanke ich mich, um Big Bang K-Pop Band zu vergessen, KFC Chili Sauce als Leitgel benutzen, geil. Gaskammern, ihr zwei Schwänze in den Mund, in den Arsch, zwei in den Mund und zwei die Fotze rammen, Dreck unter den Fingernägeln zu vergessen. Eindeutig will ich das vergessen, weil es mir zu schlimm ist. Also, um zu unserem Thema von vorhin zurückzukommen, ne? Stellt euch mal vor, irgendwann stellt sich raus, dass jeder Leonardo DiCaprio-Film eigentlich nur die Wahrheit ist. Von KFC. Einfach nur Inception ist. Jeder Film ist ein Kapitel aus Inception. Ich habe kaum welche gesehen. Dann würde ich mir vielleicht nochmal einen runterholen. Ich würde es cool finden. Die drei Sachen, die Kleist am meisten hasst: Napoleon, Husten und sich selbst. Wer ist Kleist? Oder wird vielleicht Kleist gesprochen? Na, so wie Kiefer, Sutherland,
Diesmal habe ich nicht für dich, Daniel. Diesmal hast du was für mich? Nee, habe ich nichts. Ich denke nicht. Mal gucken, vielleicht nehme ich ja trotzdem. Wir beiden, weißt du, Schatzi, wir schaffen das. Ja, ja, klar. Ich denke, du findest es nicht schlecht, aber es wird Besseres da sein. Na, mal schauen, was sich so anbietet von euch. Ja. Geilen, es ist Besseres da. Geilen deine Stechers. Mutter. Meine Mutter? Ja, Mann. Wo würdest du dir sowas warum, antun? Warum eigentlich Napoleon? Wer ist Kleist und warum hasst er Napoleon? Kleist ist wahrscheinlich Heinrich von Kleist und der ist wahrscheinlich in dieser Zeit geboren worden. Natürlich kennt man, ich war mit denen auf der Grundschule. Ja. Hast du dir das jetzt gerade ausgedacht? Oder? Nein, das steht da. Ja, es ist, warte. Wo steht das? Heinrich von Kleist wurde am 18. Oktober 1777 geboren und Napoleon wurde am 15. August 1769 geboren. Also könnte es sein, dass die irgendwie Kontakt hatten und deswegen hasst er ihn. Ah, vielleicht war er nicht schwul und Napoleon hat ihn verstoßen. Wahrscheinlich. Nach Bayern. So, Jan, nee, du musst noch. Alter. Unfair. Ich habe eigentlich die ganze Zeit gedrückt. Die drei Sachen, die Kleist am meisten hasst. Napoleon, Hauptsache alles geht's gut und sich selbst. Er hasst am meisten Napoleon ins Rote Meer stechen und sich selbst. Napoleon, Anlauf statt Gleitgel und sich selbst. Türken, Männlichkeit. Oh, die Männlichkeit. Ohne CH, einfach nur Männlichkeit. Aber wir hassen alle die Türken, das wissen wir doch, das ist ich nicht. Elhamdülillah! Manu, ich hatte die Männlichkeit. Anlauf statt Gleitgel hat mir auch noch gefallen. Ich sage ja, ist immer ein tolles Geschenk. Ein Geschenk. Das Stumpf ist Trumpf. Stumpf ist Trumpf, okay. Easy. Ein Sparstrumpf. Mit Löchern in Socken. Ich sage ja, Batterien ist immer ein tolles Geschenk. Ich sage ja, Geburtstagsgeschenke zurückschenken ist ja immer ein tolles Geschenk. Oh, Bullshit, Alter. Deine Mutter ist immer ein tolles Geschenk. Kim Jong-un ist ein tolles Geschenk. Chloroform-Dildo und kleine Jungs sind... Oh, geil. Ich weiß schon, was er nimmt, ey. Ist ganz natürlich, Kim Jong-un. Nein, natürlich. Nein, die kleinen Jungs. Ich hatte die stumpfen Batterien. Ich hatte Kim Jong-un. Ich hatte auch deinen genommen, Bruder. Ich dachte mir so, kleine Jungs. Wieso tut mir mein Arschloch so weh? Ja, doch, ich hab instant, weil das einfach der Grund für alles ist. Hätte ich jetzt die Blank Card, würde ich Vortex hinschreiben. Ich würde Hallo, Luna. Also du musst meins weh. Oh fuck, das ist erstes. Ah Mann. Das ist echt. Oh, das sind so geile Sachen bei. Haha, der Baby ist sie. Also, wieso tut mir mein Arschloch so weh? Neger? Der Peniskopter, erotische Rollenspiele, Ausfluss oder Zeugen Jehovas? Die gesamten Zeugen Jehovas haben alle reingepökelt, ey. Weil der Neger hat ja auch so einen Riesenschlunz. Ich glaub an dich, du willst meins, ich glaub an dich. Das kommt einfach durch das Flugmüch, die ständige Bewegung nach unten. Ach ja, ich hab's gesagt, Mann! Zeugen Jehovas sind einfach schuld an alle! Ja, denk mal, man hat schon was Gutes und dann kommen die Gegner mit noch besseren Sachen. Das ist der Comeback, Alter! Aber dieses Mal wählt Jan nicht meins. Also, in Steven Spielbergs neuem Film entdeckt Tom Cruise, dass deine Mutter die ganze Zeit über dein Vater war. Ja. Das ist echt heftig. Brainfuck, Alter. Und wer hat dich jetzt geboren? Ich hab nur Schrott, nix. Ich hab einfach um mich einen Schrott. Ich hab auch nur Schrott, das ist einfach nur. Ich hätte ja gern mal Blankcards. Ich krieg so selten Blankcards. Alle haben sie Blankcards und Down, weißt du, aber ich nie. Stimmt nicht. Ich hatte bis jetzt nur in einer Runde, die ich gespielt hab. Ja, ich hatte vielleicht auch zweimal Blankcards. In allen Spielen, die ich hier hatte. Ich hatte mal in einer Runde zwei. Ach du heilige Scheiße. In dem neuen Film entdeckt Tom Cruise, dass ein Arschloch mit Ohren die ganze Zeit über... Nee, ein Arsch mit Ohren sein, so rum. Die ganze Zeit über der letzte weiße Mann in Afrika war. Objektpermanenz die ganze Zeit über noch ein Schuss Morphin war. Morphin. Mighty Morphin Power Rangers. Das DNA eines Verbrechers die ganze Zeit ein heißes Durcheinander war.
Eichelkäse war die ganze Zeit über die Trophäe, die du nie bekommen wirst. No. Eine Babyschildkröte und ein Hammer waren in Wahrheit Diabetes. Isst du gerade was nebenbei? Mal so gefragt? Ja. Du schmatzt nämlich andauernd, das ist so richtig widerlich. Er will eigentlich nur ASMR machen. Oh, oh, oh. Oh nein! Nein! Alter Schwede, ey, da hat er endlich gewonnen nach 40 Minuten. Und der Herr steht wieder fest. Seht mich als Tor. Eine sehr lange Runde, Leute. Ich würde sagen, entweder verringern wir das Scorelimit oder aber wir gewinnen schneller. Wir lieben. Liebe. Verringern. Verringern. Oder wir hören einfach auf und kehren Fingern. Wieder zurück. Verringern. Fingern. Wäre nie wieder. Ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt trotzdem mal. Tschüssi, Kuss. Bip, bap, boop. La 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 la.